Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play in 7 Days to Die. Ihr seht oben rechts Alpha 16.1 B1. Also Stable Version mittlerweile. Ja, und da ich wie gesagt zur Stable Version 2 Let's Plays machen werde, fangen wir mit dem Nevis Game an. Ihr seht schon, Nevis Game, Survival Singleplayer. Game Name Lucille diesmal. Ich habe vorher mit Zagos gespielt, hat mir kein Glück gebracht. Von daher mal Lucille. Ihr seht, Difficult, Insane, Daylight, 18 Stunden. Model Options, 80 Minuten. Ich weiß, kann man normalerweise nicht einstellen, sondern nur 60 oder 90. 60 ist mir zu kurz. Gerade in Nevis Game, das heißt gerade in Nevis Game generell, weil man, wenn man auch ein bisschen was entdecken will, sind 60 Minuten einfach viel zu kurz. Ist man nur unter Stress. 90 ist ein bisschen, ja, ein klein bisschen zu lang halt. Da hat man auch immer so ein bisschen so Eierschaukeln, nenne ich es mal. Von daher 80 Minuten, das ist ganz gut, denke ich. Haben wir eine Stunde Tageslicht, 20 Minuten Nacht. Heißt auch 20 Minuten durchgehend Horde. Das ist in Ordnung. Blood Moon Count habe ich immer auf 24 gestellt erstmal. In der Experimental hatten wir jetzt 32. Aber da waren die Horden auch nach 2 Minuten, 3 Minuten durch, die ersten 3. Vielleicht haben wir so ein bisschen länger was von. Wir werden sehen. Ansonsten können wir es im späteren Spielverlauf, sollte es zu einfach sein, auch noch wieder hochstellen. Aber ich denke, 24 ist okay. Auch die Nevis Game Map ist auch noch von Alpha 14, sagt er auch immer, wenn man die startet. Von daher möchte ich es da erstmal nicht so übertreiben. Ich habe schon mal Nevis Game angezockt. Wie gesagt, da bin ich früh gestorben. Deswegen, da war ein paar Performance-Probleme. Deswegen gehen wir das mal langsam an. 24 ist, denke ich, immer noch okay. Ja, Vanilla-Version. Damit legen wir auch los. Ja, wie gesagt, 2 Let's Plays wird's geben. Einmal das Nevis Game, Vanilla. Warum nochmal Nevis Game? Ganz einfach. Hallo, hallo. Zuerst einmal haben wir es ja letztes Mal nicht wirklich weit gespielt in der ersten Season. Zum anderen finde ich halt den Aspekt interessant, dass es nun mal eine begrenzte Map ist mit begrenzten Loot. Wie ihr wisst, spiele ich immer ohne Loot Respawn. Bedeutet, irgendwann werden wir hier alles weggelootet haben. Die guten Lootstellen, also die guten POIs, sag ich mal, die werden wir relativ früh weg haben. Sowas wie Polizeistationen, die Militärlager, wo es halt guten Loot gibt. Ja, und dann ist halt nichts mehr da, ne? Das ist das Ding, dann ist man auf die Händler angewiesen. Was wir sowieso sind, oder ja, sind wir hier definitiv. Was wir aber natürlich auch knallhart ausnutzen werden, gerade am Anfang, sind die Händler ein Riesenvorteil, werdet ihr sehen. Macht das Spiel aber auch zum Teil eine Ecke einfacher. Aber dafür spielen wir ja auch auf Insane. Wir werden sehen, wie es entwickelt. Ich habe jetzt soweit auch noch nicht gespielt, was ihr gesehen habt in den Experimenten. Tag 21 Horde war auch das weiteste, was ich gespielt habe. Hab also da auch noch nicht viel mehr Erfahrung, wie die Horden dann werden und so weiter. Wie es auch mit Wolfsrudel-Horden aussieht, die es ja auf jeden Fall gibt und so weiter. Da wir One Life spielen. War da irgendwas? Da wir One Life spielen, was heißt, wenn wir sterben, ist das Spiel von zu Ende. Wir fangen von vorne an. Ist es halt einfach so. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Ich
ja, ist es halt so, dass wir von den Händlern abhängig sind, um uns direkt am Anfang auch ein bisschen schützen zu können. Wie gesagt, ich habe ja schon jetzt schon ein bisschen Alpha 16 gespielt, auch ohne Aufnahme. Ich habe auf Insane auch oft auf die Fresse bekommen. Zweimal. Einmal durch eine Wanderhorde an Tag 2, die direkt mit zwei Hunden kam. Habe ich keine Chance gehabt, da ich dazu noch infected war. Ich hatte keine Ausdauer und war schnell durch. Hätte ich aber ein bisschen besser lösen können. Also eine Chance wäre da gewesen, aber ich habe es versaut. Das zweite Mal war hier in Nevis Game. Habe ich das Militärlager im Schnee gelootet. An, lass mich nicht lügen, Tag 3. Wo kommst du denn jetzt her? Ist das Safe Zone hier noch? Ich hab doch gar nichts, Alter. Ich hab noch nicht mal so einen Klapper oder was. Bist du bekloppt? Auch noch nicht gehabt. Ja, und da ist dann... Die Sleeper sind ja eh noch buggy. Können wir mal gleich mal als erstes drauf kommen, auf die Bugs, die noch da sind. Jetzt muss ich gucken, ob ich den mit dem komischen Klappe fertig kriege, ey. Dann noch so ein Dicker. Da können wir wahrscheinlich 1 Million mal drauf kloppen. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Morgens um 8. Direkt so ein... mit einem 25er Wutklapp, Alter. Ja, wenn der uns einmal erwischt und stunt, ist Ende. Komplett ohne Rüstung. Ich muss ein bisschen Ausdauer regenerieren. Treffe ihn aber nicht richtig, immer nur die Schulter, ne? Mein Gott, das kostet wieder Zeit, hier mich mit dem rumzuärgern. Oh, er ist wenigstens mal hingefallen. Werden wir aber wahrscheinlich nicht kaputt kriegen. Oh, doch. Herrlich, wie der Kopf zerspringt. Ja, mich ganz aus dem Konzept gebracht jetzt hier, der Gute, ey. Aber immerhin bringst du Katzenfutter mit, ne? So, ist ein Knochen bei. Wandel dich mal um, ey. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich gerade erzählt habe. Soweit ist schon, ey. Ja, genau, Militärlager. Also, wie gesagt, die Sleeper, zumindest in der 16.1, extrem. Die spawnen einfach. Du killst 3 Sleeper, alle Sleeper sind weg. Du gehst rein. Lootest irgendwas, schlägst eine Kiste auf. Habe ich auch hier in dem Bücherladen gehabt. Schlägst eine Kiste auf. Ja, da spawnt der direkt neben dir oder hinter dir, haut dir direkt in die Fresse. So ein verkackter Zombie. Also da müssen wir ganz vorsichtig sein. Das kann ganz schnell ins Auge gehen. Ja, und das war halt ein Feraler. Feraler im Militärlager. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Ferale spawnen in den Militärlagern auch, wenn ihr Pech habt. Auch wenn ihr in der Wildnis diese Zelte habt. Wo dann so eine Munitionskiste steht, können die auch spawnen. Und am Anfang, ja, was willst du gegen Feral machen? Der ist so schnell. Ich habe es auch weggeschafft, ein kleines Stück, aber keine Chance. Der hat mich direkt weggeknallt. Aber gut, schauen wir mal, ob wir es diesmal besser machen. Gut, dann war ich bei den Händlern, worauf ich hinaus wollte. Ja, wir werden sie hier am Anfang ganz bewusst, ganz fett auf die Händler setzen. Wie gesagt, der Reiz hierbei ist halt, dass die Ressourcen irgendwann weg sind. Natürlich auch die Sache, die Ressourcen, um Sachen an den Händler zu verkaufen, sind natürlich auch irgendwann weg. Ist ja ganz klar. Deswegen müssen wir frühzeitig, relativ frühzeitig, natürlich auch mit Landwirtschaft anfangen. Insbesondere Baumwolle halt. Weil Stoff zu verkaufen ist mit das Beste, was ihr an den Händler verkaufen könnt. Weil ihr es selber anbauen könnt. Und das bringt gut Geld. Jetzt am Anfang könnt ihr natürlich noch Öl mitverkaufen und sowas hier, was wir hier gefunden haben, hier. So schlechte Waffenteile halt. Ganz wichtig, Reifen. Aber ganz wichtig auch, jeder Händler nimmt nur 3 Reifen. Auch nur 3-mal Stoff. Aber 3 Stacks Stoff ist schon eine Menge Asche.
Ja, wie gesagt, Öl, Duct Tape müsst ihr wissen, geht auch gut. Kann man aber natürlich selber gut gebrauchen. So, ich muss mal eben die Quests hier weitermachen. Ja, ich bin gespannt. Ich habe Bock drauf. Gerade halt wegen dieser Ressourcenknappheit, die man im Random Jam nicht hat. Ja, nur ganz kurz ein paar Worte zu Random Jam. Da möchte ich jetzt nicht groß drauf eingehen, aber wie gesagt. Spielen wir Modded. Habe ich auch schon fertig gemoddet, schon angetestet. Läuft soweit alles. Und ja, heute ist Mittwoch. Morgen kommt die Folge schon raus. Also ganz knallhart mit der Nadel gestrickt. Muss also heute über Nacht noch hochladen. Deswegen werde ich heute auch nicht so viele. Ich denke mal, ja, je nachdem wie ich Bock habe, aber maximal 4, vielleicht 5 Folgen. Mal gucken. Und dann muss ich natürlich morgen noch das Modded Let's Play anfangen, auch mit der Nadel gestrickt, weil ihr dann auch schon die erste Folge Freitag seht. Also ihr seht, bisschen Stress im Moment. Liegt aber daran, weil ich zwischendurch noch mal Bock hatte auf Rust. Hab noch ein bisschen Rust gespielt mit Aufnahme. Ob ich es zeigen werde, weiß ich noch nicht. Aber ich habe auch auf jeden Fall schon mal ein bisschen was ich zeigen könnte. Wie gesagt, ich habe ja in 2 Wochen eine OP. Und da weiß ich nicht, wie es dann erstmal mit Zocken ist. Nichts Wildes, kommen nur die Platten und Schrauben aus dem Schiemann wieder raus. Weil die einfach noch Probleme machen. Aber da weiß ich halt auch nicht, die erste Woche wird da wohl nicht viel gehen. Aber wird man sehen. Soll auch nicht euer Problem sein. Und hier geht es jetzt auch nicht um Rust, sondern um 7 Days. Wie gesagt, ich habe Bock auf Nevis Game. Ich habe aber auch tierisch Bock auf Random Gen. Ihr werdet auch sehen, warum. Weil mit den ganzen Gebäuden und so weiter. Aber wie gesagt. Muss mal orientieren, wo ich hier bin. Ich glaube, ich weiß sogar wo. Warte. Ich irritiere gerade dieser Turm da ein bisschen. Ach so. Wieder verquatscht hier, ne? Rüstung, Schuhe. Ja. Kann euch ganz kurz mal den Plan hier für die ersten 2-3 Tage umreißen. Ist eigentlich ein Tag Wüste. Idealerweise wären wir in der Wüste gestartet. Weil da die Temperaturen noch nicht zählen am ersten Tag. Wir könnten natürlich Gas geben und den noch in die Wüste reinrennen jetzt. Aber ich weiß nicht, ob das auch zählt, wenn man im Wald startet. Wo ich in der Wüste gestartet bin, in Nevis Game war es auf jeden Fall so den ganzen Tag 21 Grad. An Tag 2 war es dann ganz normal wieder 50 Grad. Also ihr seid an Tag 1 definitiv noch geschützt. Bedeutet, wir brauchen natürlich Leder. Um Poncho zu machen. Poncho und Cowboy-Hut brauchen wir Minimum. Besser wäre noch eine kurze Hose dabei und ein T-Shirt. Warum Wüste? Ganz klar wegen Yucca. Davon werden wir uns die ersten Tage ernähren müssen. Um überhaupt was machen zu können. Weil, ja, oh, noch im Rastmodus, im Farm-Knopf, schmeißt er die Axt weg. Ja, einfach, ihr seht, wir haben ja schon hiermit schon keine Ausdauer. Ausdauer ist ganz schlimm, vor allem wenn ihr Eisenwerkzeug oder Steelwerkzeug auch direkt am Anfang beim Händler kriegen solltet. Hammer. Ganz schwer. Ja, da wir eh Ausdauer regenerieren müssen. Es gibt 3 Perks, die ihr lernen müsst. Miner 69er. Was Stamina Degradation. War ja schon immer so. Neu ist, dass der Bat-Mechanik das auch macht. Ihr bekommt mehr Ressourcen beim Abbauen und er macht auch die Stamina Degradation und natürlich den Tyrannosaurus. Der regeneriert generell mehr Stamina. Und für mich als Nahkämpfer ist noch Pummelpiet wichtig, weil er ihr mit der Lucille mehr Schaden macht und auch weniger Stamina braucht. Ganz wichtiger Perk jetzt für uns hier am Anfang ist auch, den ich euch auch empfehlen kann, ist dieser Secret Stash. 8 Punkte, ich weiß, ist einiges, müsst ihr am Anfang aber auf jeden Fall ausgeben. Wenn ihr
mit Händler angewiesen spielt. Also so ein Neves Game würde ich euch das definitiv empfehlen. Es sei denn, ihr lasst die Händler außen vor die erste Woche oder ersten zwei Wochen, dann braucht ihr das natürlich nicht machen. Führt dazu, dass ihr im Secret Stash das Doppelte an Items drin habt. Und halt auch hochwertigere Items wie Sniper, Fallen, Stilwerkzeuge und so Sachen halt. Was ihr so nicht habt. Ja, die andere Neuerung. Guck mal eben, 150 Steine. Ich weiß gar nicht jetzt, was genau jetzt noch in der 16.1 geändert wurde. Es war nicht viel. Irgendwelche Bugfixes angeblich. Können wir schon mal scrappen. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken, ich weiß ja nicht. Also wieder den verkehrten Knopf, ich sag's ja, bin noch voll. Nix Wildes. Wie gesagt, die Sleeper sind noch buggy. Die Zombies sich immer auch noch hier ein bisschen doof verhalten, dass sie vor dir weggehen und sowas. Liegt immer noch an dem neuen Stealth-System. Das wird auch bis Alpha 17 so bleiben, dass das rumbuggt. Des Weiteren gibt es einen Bug, der euch, wenn ihr unter der Erde seid und abbaut, der euch nach oben teleportiert. Soll eigentlich nur sein, wenn ihr euch ausloggt und wieder einloggt. Ich habe es aber auch schon so gehabt, beim Herunterbauen. Bootframe-Gesetz über mir zugemacht, noch ein bisschen weiter, auf einmal war ich wieder oben. Da guckt ihr aber dumm aus der Wäsche, kann ich euch sagen. Vor allem, weil es kurz vor 22 Uhr war. War nicht so lustig. So, was ist jetzt hier los? Wooden Club sollen wir nochmal craften. Ja, wie gesagt, die Händler spielen am Anfang eine Riesenrolle. Zumindest wenn ihr jetzt auf hohem Level spielt. Wenn ihr auf Warrior oder sowas spielt, dann nicht unbedingt. Da kommt ihr auch mit niedrigeren Waffen am Anfang gut klar. Man kommt auch auf Insane klar, aber gerade wenn früh Hunde kommen und sowas, wenn ihr so ein Pech habt, was passieren kann, ist es von Vorteil, wenn ihr auch auf niedrigeren Level gute Waffen habt. Gute Waffen haben immer einen Vorteil, ist ja logisch. Wollen uns ja nichts vormachen. So, ich bräuchte mal ein paar Nester. Das ist natürlich der andere Grund, warum Wüste. Yucca, Aloe Vera für Heilbandagen. Ganz wichtig. Und Nester findest du halt relativ einfach. Kannst du locker mal 2-3 Stacks raustragen. Ja gut, Fahrplan für die ersten paar Tage, wie gesagt. Händler. Ganze 4 Federn. Leck mich fett, ey. Ja, Händler auf jeden Fall die 3 hier. Bedeutet der im Wald, der im Schnee, der im verbrannten Biom. Je nachdem, wann wir in die Wüste gehen, ob wir dann noch Kohle haben. Steine sollte erstmal reichen. Obwohl, komm, ich mach noch einen. Gehen wir den Händler auch noch an. Wie gesagt, die Händler bekommen alle 3 Tage neues Zeug. Also Tag 4, Tag 7, Tag 10 und so weiter. Bedeutet für uns auch die erste Woche, ja je nachdem wie es läuft, natürlich jetzt so schnell wie möglich. Tag 1 und 2 Händler. Dann Tag 4 die Händler wieder abgrasen. Und am besten Tag 7 nochmal vor der Horde. Wie gesagt, wir spielen Vanilla, da sollte die erste Horde. Können wir auch mit einer Notfallbase, nenne ich es mal. Wie ich es früher auch mal öfters gemacht habe, können wir das auch erledigen. Da müssen wir uns keinen Kopf machen. Woodframes. Ja, in der Nacht werde ich so halten, die ersten Tage oder generell die erste Woche wahrscheinlich.
dass ich mich in die Erde baue. Was heißt in die Erde baue? Mir ein Clayfeld suche zum Beispiel. Da haben wir jetzt erste Nacht auf jeden Fall Clay. Einfach da unten rein buddel und dann die Nacht Clay buddel. Oder soll ich mich in irgendein Haus hocken? Bringt mir auch nichts. Kann ich die erste Nacht Clay, die zweite Nacht Steine. Bedeutet, wir haben am dritten Tag auf jeden Fall schon mal so ein Stack Cobblestones. Können wir schon ein paar Flexstones machen. Könnten schon mal unsere Grundplatte legen. Und ein paar Kisten stellen, da an unserem Bauplatz. Ich überlege gerade noch ein bisschen, wo ich jetzt genau bauen soll. An der Farm wäre natürlich gut. Direkt da an dem Kornfeld, wo wir schon mal gebaut haben, aber wieder da bauen ist natürlich auch für den Arsch. Haben wir ja erst in der Season 1 gehabt, von daher überlege ich, an dem kleinen See da zu bauen. Weiß aber dann nicht, wie die Zombies sich verhalten, wenn sie da durchs Wasser gehen, weil es doch relativ steil ist da unter Wasser. Keine Ahnung. Ob sie sich dann da unten reingraben oder ob ich dann eine Brücke drüber bauen muss. Ich weiß es noch nicht. Muss mich natürlich jetzt auch bald entscheiden, ne? Weil irgendwo müssen wir erstmal ein paar Kisten hinstellen. Ja, ich kann auch mal kurz erzählen. Ich habe auch mal für mich privat ein Game ein bisschen angetestet. Und da hatte ich mir doch glatt gedacht, ja komm, baust du dich da, wo die Kirche ist? Hackst die Kirche weg? Die Kirche ist ja nur aus Holz. Habe ich also eine Reihe rausgenommen, dass das Ding zusammengefallen ist. Weil der große Vorteil, man bekommt halt eine Menge Holz. Von den Blöcken, wenn die runterfallen, die Holzblöcke, bilden die ja so komische Blöcke. Und die haust du mit Einschlag hier mit der Steinaxt kaputt und bekommst pro Block 7 Holz. Also ich habe die Kirche quasi zum Einschutz gebracht und habe dann 5000 Holz gehabt. Hat gedauert. Ja, also mit den ganzen Holz dann abfarmen, ein Tag natürlich. Aber das geht natürlich ordentlich. Was ich natürlich nicht bedacht habe, mit dem neuen System, sobald du 50 Meter weg bist, zeigt dir die Kirche natürlich als bebaut an. Ich habe natürlich nicht den Grundstein weggemacht, weil die erste Blockreihe ist ja aus Beton. Ich weiß nicht, wenn du sie ganz weghaust, ob es dann weggeht, aber ich denke nicht, weil das ja das Präfab ist, die Kirche, und deswegen lädt ja die Vorschau von Weitem. Ja. Das ist das ganze Problem. So, wenn ich es richtig sehe, ist hier irgendwo die Farm. Hier wäre unser Bauplatz. Leute, wir sind fast am Bauplatz schon. So, Woodframes hatte ich doch gemacht. Ich meine, wir haben jetzt eh noch nichts, was wir reinpacken können in die Kisten. Die Richtung geht zum ersten Händler. Wenn ich mich nicht irre. Ich laufe jetzt sowieso erstmal ein Stück, weil da liegt auf jeden Fall ein Reifen und ich gehe mal dann den Berg hoch. Ja, wie gesagt, am Anfang hier immer die Dinger mitnehmen. Ist nicht viel Holz, was ihr bekommt, aber eben vorbeigehen, immer mitnehmen, lohnt sich. So. Oh, direkt ein Fetter, ich werd bekloppt. Ja, ist richtig, dass die Farben, dass er Dingen, da ist unser Bauplatz. Das heißt, der Händler im verbrannten Biom ist gleich um die Ecke. Und wenn wir durchs Verbrannte durchgehen, sind wir in der Wüste. Da sind zwei Zeltlager. Oder zumindest ein großes Zeltlager, was sich lohnt. Wo wir Stoff bekommen, was wir dem Händler verkaufen können. Weil im Moment haben wir natürlich nichts. Was gab es noch? Nicht ein Pfeil oder was? Nicht eine Feder? Da, vier. Alter, du willst mich doch gut verarschen hier, oder? Vier Feder.
9. Haut mich auch noch nicht irgendwie vom Hocker. Naja, halt's Maul. Ja, ihr seht, hier ist eben. Nevis Game Map ist auch so zugeballert. Also hier schräg rüber ist direkt die Kirche und so weiter. Also es ist schwer hier um einen Bauplatz zu finden, wo du mal ein bisschen Ruhe hast, Ambiente hast. Aber ich kann euch ja kurz zeigen, was ich meine, wenn ihr jetzt hier guckt. Ja, obwohl, hier können sie eigentlich ganz normal hochgehen. Da vielleicht könnten sie sich reinhauen. Ja, ja, wir werden uns auf jeden Fall hier hinbauen. Wir werden sehen, wie es läuft. Falls wir überhaupt so lange leben. Wer weiß das schon. So. Campfeuer müssen wir auch noch, ne? Ja. Gut. Wie gesagt, hier werden wir bauen, deswegen haue ich jetzt hier einfach erstmal 3 Kisten hin, dass wir einen Anlaufpunkt haben, wo wir es lagern könnten. Ja, ihn würde ich schon bald zum Beispiel eigentlich schon gern behalten, aber. Den können wir eigentlich auch hinlegen, dann haben wir einen Punkt auf der Karte. Penkiller braucht eigentlich auch kein Mensch. Da machen wir eine Torch raus, Hundefutter. Ja. Ihr seht, wir haben noch nicht viel, was wir jetzt hier irgendwie großartig hinlegen könnten, hintun können. So. Stoff ist jetzt nicht die Welt. Ich könnte mir natürlich mal eben, ich hoffe, die Mutti bleibt da stehen. Mal ganz ruhig. Ganz kurz die Karte aufmachen. Wenn ich sie denn finde hier, mein. Da muss ich hin. Aber wie gesagt, das einzige Zeltlager ist das. Ja, im Verbrannten ist sogar auch noch eins. Angeblich, oder meinen die das? Na ja, gut. Das ist jetzt erstmal der Plan. So. Das lasse ich auch erstmal noch hier. Die können wir uns zur Not reinhauen. Da können wir noch eine Torch rausmachen. Ja, die Magnum Parts. Ja, so schlecht ist er nicht mit 116, aber. Werden die Kohle wahrscheinlich brauchen. So. Ja, wie gesagt, ach super, den Händler zeigt er mir auch an. Ich würde allerdings gerne ...14,30. Ja, wir werden nicht viel mehr schaffen als den Händler. Also, wenn ich Glück habe, die beiden Lager, den Händler. Es wäre halt sehr geil, noch 2-3 Reifen hätte oder ein bisschen Öl oder sowas. Aber so kriegen wir natürlich nicht viel Kohle zusammen. Deswegen gehe ich jetzt hier nochmal zurück auf die Hauptstraße. Dass da ein paar Reifen rumliegen. Die ansonsten großartig jetzt wichtige Sachen looten. Ohne Loot-Skill macht natürlich wenig Sinn. Also jetzt irgendwie Shotgun oder Messiah oder so ein Zeug. Was wir natürlich looten können, was wir auch machen werden, wenn wir auf dem Weg zu dem Händler da hinten sind. Definitiv. Warum liegen hier nicht so Reifen rum? Da hinten ist einer. Ich meinte eigentlich, hier auf der Straße wären ein paar gewesen, ey. Ja, wahrscheinlich weiter Richtung den anderen Händler. Na, ich gucke jetzt hier nochmal kurz. Ne, hier ist echt nichts. Ja. Kein Glück. Ah ja, das ist auch wieder ungewöhnlich. Bei Rast kannst du halt weiterlaufen, wenn du Inventar aufmachst. Hier bleibst du stehen, keine Stamina, sehr ungünstig. Ja, da hinten liegt ein Reifen. Gut.
Ja, gerade jetzt am Anfang rennt die Zeit natürlich, ne? Das ist auch das Problem. Und ihr seht, du kommst nicht einen Meter voran hier ohne. Muss immer warten auf die verkackte Ausdauer. Ganz schlimm. Deswegen müssen unbedingt kurz sind. Wenn wir nur so 30. Ruhig. Wenn wir selbst immer nur so 30 Yucca Fruit holen. Wie ihr seht, es geht gar nichts, ey. Ich kann mit denen reinzimmern. Aber da kommst du auch nicht weit mit. Unglaublich, ey. Tja, jetzt muss ich erstmal auffüllen, ich sammle, das nützt alle nichts. Gut, Leute, aber hier in der Kirche war es das erstmal, bevor wir weiterziehen. Danke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.